Grande. So, guten Morgen. Wir sind jetzt aus Pordenone schon wieder raus. Ferienwohnung war sehr entspannt, für den Preis vor allem super toll. Und wir waren jetzt gerade einen Kaffee al Banco trinken. Ich muss hier durch den Kreisverkehr durch. Und dann fahren wir mal weiter. So, wir wollten heute eigentlich auf dem Weg baden gehen, aber ihr habt es gerade eh schon gesehen, in diesen Flussbetten, da ist wirklich kein Tropfen mehr drin. Ich kann mich noch erinnern, früher, als wir mit dem Auto nach Italien zum Urlaub gefahren sind, war da zumindest immer so ein Bächlein noch. Ich habe mir das ganz cool vorgestellt, aber jetzt irgendwie überhaupt nichts drin, leider. Vielleicht kommt aber noch was. Wir sind jetzt 32 Kilometer unterwegs. Es ist recht warm, aber es noch geht's, finde ich. Und ja, bin mal gespannt, ob wir noch irgendwo was zum Reinhüpfen finden. So, wir haben uns jetzt Calippo gegönnt und ein Espresso. Wir machen hier kurz Pause. Es ist ziemlich heiß. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Badeort. Und ja, 55 Kilometer noch. So, beim Espresso trinken lassen wir uns mal die Wasserflaschen auffüllen. Jetzt haben wir sogar Eiswürfel reinbekommen. Sehr gut. Jetzt haben wir noch so 50 Kilometer ungefähr. Und dann sind wir schon auch am Fuße der Alpen. Und wenn wir jetzt noch irgendeinen Fluss zum Baden finden, ja, dann wäre es natürlich alles umso perfekter. So, wir haben den Fluss gefunden. Schaut super erfrischend aus da unten. Gibt es auch schon ein paar andere, die sich da Flusserholung gönnen. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir da irgendwie runterkommen und dann werden wir mal die Füße und vielleicht sogar mehr ins kühle Nass reinstrecken. Hier richtig cooles Gefährt. So, aber statt Baden gibt es jetzt noch ein paar Höhenmeter. Ich habe die Eva überzeugt, wir können doch auch später baden. Und da es keinen schönen Wasserzugang gibt, dann werde ich, glaube ich, ganz schön schlechte Laune zu spüren bekommen. Ich muss jetzt einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Aber wir sind eben gerade schon in dem Café eingekehrt und die ganze Zeit Pause machen, da kommen wir nie irgendwo hin. Pause machen ist sowieso das Schlimmste. Besser mit 20 km/h rollen, als nur irgendwo rumsitzen. Das ist meine Devise. Und auf der Karte habe ich gesehen, da müsste eigentlich gleich nochmal relativ lange in der Fluss kommen. Hier oben ist eigentlich auch super schön. Und ja, jetzt geht es wieder runter. Und dann hoffentlich gleich zum Baden. La Macchina, una Macchina. Jetzt hat's. Perfetto. So, da würde ich gern reinspringen. Ich hoffe, das schaffen wir auch irgendwie. Noch sind wir relativ weit oben jetzt hier. Aber genauso habe ich es mir eigentlich vorgestellt und es schaut echt schön aus da unten. Und hoffentlich macht die Straße jetzt nicht eine ungute Richtung, aber es schaut okay aus. Und wie ist die Stimmung? Ordentlich. Top. So, wir sitzen jetzt in diesem Fliederstrauch.
und machen kurz Brotzeit. Es schaut wahrscheinlich ein bisschen ungemütlich aus, aber das war das einzige kleine Plätzchen, wo auch Schatten ist. Wir sind ja immer noch hier an diesem Flussbett. Jetzt werden wir dann aufessen, dann wahrscheinlich noch mal kurz reinspringen und dann geht es auch schon weiter. Hier sind die Cyclisti Wir. Endlich Schilder für uns. So, erster Anstieg des Tages. Kleiner Vorgeschmack dann auf die nächsten beiden. Ist dann noch relativ harmlos jetzt hier. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. So, wir sind jetzt auf den letzten Kilometern für heute. Es ist unfassbar heiß. Es geht bergauf. Flaschen sind bald leer. Wir sind unterzuckert. Alles kommt zusammen. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Heute war eine recht gute Etappe. Und wir sind gerade durch so einen Ort durchgefahren, wo auch der Giro d'Italia, glaube ich, durchgeht. Da waren am Boden lauter so rosane Rennradfahrer-Piktogramme. Hier, man sieht es nicht so richtig, leider, aber ziemlich cool und vielleicht fahren wir da auch irgendwann mal mit, oder Eva? Nix. Genau. So, die letzten Meter vor der Unterkunft. So, ein paar Höhenmeter waren es jetzt auch mal wieder. Hatte bei uns schon Tradition, dass dann das Hotel noch auf einem kleinen Anstieg liegt. Ja, wenn es uns gefallen hat, sage ich euch den Namen morgen. Wir sind jetzt schon relativ gut früh dran, 4:45. Weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gefahren sind. Etwa 7 Stunden Gesamtzeit. Genau 1000 Höhenmeter und etwas über 100 Kilometer. Das ist, glaube ich, ganz okay. Und morgen wird es ein bisschen sportlicher. So, wir haben jetzt hier Spaghetti mit Minz-Walnusssoße. Wow. Und dazu schön hier Biro. Und ja, alles hier vom heimischen Garten anscheinend. So, zweiter Gang. Omelette mit irgendeinem Gemüse und Käse dazu. Die Fleischalternativen wären übrigens Schweinebraten und Rindermedaillons gewesen.